anscheinend sind ja doch noch ein paar fertig geworden. Wir wollen jetzt gar nicht so viel reden, sondern euch die Projekte alle zeigen. Eigentlich wollen wir, dass ihr die Projekte zeigt. Ja, am besten wäre das, wenn ihr kurz nach vorne kommt und einmal uns das zeigt, wie es läuft. Wir haben auch nicht so richtig Plan, wie wir es jetzt mit der Abstimmung machen wollen. Bei der Abstimmung über das Thema ist ja ein bisschen mit dem Doodle, weiß nicht, war vielleicht ein bisschen komisch, wie dann am Ende die Stimmen sich vertauscht haben. Deswegen wollen wir das nicht unbedingt nochmal machen. Wir können das machen, dass wir einfach mit Applaus abstimmen oder so. Das Problem dabei ist halt, dass man die Spiele selber nicht gespielt hat und sich da nicht so den richtigen Eindruck machen kann. Aber das ist sowieso mehr so eine ideale Sache, ne? Ja, genau. Dann nehmen wir halt den Schunk. Das ist okay. Okay. Gut, wer will an? Ja. Wollt ihr einfach mal den Fall anfangen? Das geht. Das sind, ja. Ja, ja, probier's mal aus. Also ja, das ist das Spiel. Heißt, ich Magnet. Man kann dann diese Person hier mit diesem Magnet so anziehen oder abstoßen sozusagen. Es gibt ein paar Power-Ups, die den Magnet dann stärker machen. Und man kann mit dem Spacebar so Bomben legen und diese Viecher dann zerstören. Und ja, dann die Idee ist halt so lange zu überleben, wie es geht. Und ja, ich spiele mal mit Musik. So. Ja, das ist ein ganz einfaches Beispiel. Jetzt funktioniert irgendwie die Musik nicht. Ja, es ist sehr einfach geworden, der Code ist auch nicht so schön, wir sind Musikinformatiker, keine richtigen Informatiker und deshalb haben wir ein bisschen mehr Wert auf die Musik draufgelegt. Also ich kann es mal versuchen, das ist die Menümusik und ja. Die Highscores. Ja, und das Spiel halt. Fragen? Ja. Love, ich habe nur die Physics Library da benutzt, ein paar von seinen Libraries. Wir wollten auch noch Animationen machen, aber es wird immer alles so kompliziert. Dann haben wir es halt so gelassen. Ja, der Code ist in GitHub verfügbar, auch die Musik. Ja. Noch mehr Fragen? Wer möchte denn als nächstes? Freiwillige vor. Ja. So, okay. Ja. Muss ich da nochmal drauf drücken? Na, komm schon. Computer. Computer. Ende? Ja. Hat jemand eine Ahnung, wie das mit X-Rand regiert?
Ja, ein bisschen. Ja, mach mal. Klon, oder? Ja. Stimmt das? 68. Yay! So, ihr kennt mich vielleicht noch von Spielen wie Infon oder Party oder TypeSpeed Schnecken. Und ich habe jetzt mal ein Magnetspiel gemacht. Mal gucken. Sogar mit Sound, dank Xeno, der hier vorne sitzt, unser Sound-Spezialist. Ziel von dem Ganzen ist es, da oben links spawnen immer neue Punkte und man muss die durch diese drei selbstgemalten Sprites irgendwie durchmanövrieren. Hat dazu 3 Minuten Zeit und muss irgendwie insgesamt 100 Punkte durchkriegen. Je länger man rumtrödelt, desto weniger Punkte hat man am Schluss. Und ich probiere jetzt einfach mal, das irgendwie hinzukriegen. Also man hat jetzt hier diesen Magnet, den kann man mit der Maus verschieben. Und der erzeugt halt irgendwie so ein Magnetfeld. Und diese Punkte werden eben dann dadurch beeinflusst. Es gibt jetzt zwei Taktiken, um irgendwie da das Ziel zu erreichen. Man kann eben versuchen, jetzt mal langsam hier diese Magneten hier so zu platzieren, dass sie dazu führen, dass diese verdammten Punkte da irgendwie so dieses ganze Ding durchlaufen. Dann echt verrückt, weil es beeinflusst halt irgendwie alles so, wenn man da irgendwie eins neu reinsetzt. Hast du das selber schon mal gedacht? Ja. Okay, jetzt ist es hier wieder kaputt. Die andere Taktik ist, man nimmt einfach irgendwie ein so Ding und zieht es hier alles an und macht dann mit diesem ganzen Knäuel Scheiße weg. Versucht man das dann irgendwie so hier so hinzupurbeln, dass es irgendwo dann nacheinander alle durchläuft. Ah! Okay, das war nämlich auch zu wenig. Ich habe noch 1 Minute Zeit. Das Ganze ist jetzt in C geschrieben, gibt es jetzt auch auf GitHub, ist auch im Wiki verlinkt. Also wer sich das anschauen will, der Code ist jetzt auch nicht so wahnsinnig schön. Sind halt irgendwie auch so eher hingefrickelt. Vor allem die Physik war jetzt irgendwie so. Also wer sich wahrscheinlich ein bisschen auskennt mit Physik, der wird wahrscheinlich die Haare raufen, weil das irgendwie alles total falsch ist. Aber es funktioniert irgendwie so halbwegs, deswegen. Es gibt keine anderen Level. Ich kann es nur neu starten, dann gibt es ein neues. So, ich nehme ein einfaches. Ich müsste jetzt noch diese ganzen Seeder-Sounds und sowas zeigen. Dann mache ich aber auch mal gleich Schluss, damit die anderen noch dran kommen. Also ich gebe es auf. Aber ihr versteht das Prinzip und ja, das ist mein Beitrag.
passt er da drauf. Ich sehe mal hier. Ich sehe nichts. Du musst mit dem Vorspiel. Wenn du das nicht hinkriegst, dein eigenes Spiel. Ja. Jo. So, wollt ihr irgendwas? Gut. Also ja, wir haben. Moment, man sieht noch nichts. Ja. Wozu? Wieso sieht man noch nichts? Weil dein Laptop immer spinnt. Vermutlich müssen wir es auch rüberziehen. Wann haben wir es denn jetzt? Ja, ich bin Windows vor, damit das mal funktioniert. Ja, mach es mit deinem Laptop nur. Nee, das will nicht. Ja, dann stimmt. Wenn man nicht beim Jo. Nee. Ich glaube, ich musste das vorhin in den Kopf. Natürlich. Ja. Ja, mal raus. Also. Ne, digital nicht, ne? So, raus damit. Ja. Das, ach, komm, komm. Lass mal das ja nicht ewig brauchen. Oh Mann. Wie gefällt dir die Gegner bis jetzt? Ganz nett. So, ja, wir haben einen kleinen Plattformer gebastelt. Halt, Moment, da ist jetzt. Wir haben keinen Ton. Das erste Level ist ein Selbstläufer. Der hat der. Ah. Ja. So, das Ganze funktioniert so, dass wir in jedem Level solche Magnete haben, die sieht ihr da unten, das ist jetzt in dem Fall blau und man kann den, der hüpft von alleine, steuern kann man rechts, links nicht, das Einzige, was man kann den negativ und positiv umpolen. Und so. Ja genau, ach so, das, ja, die Physik-Engine, die haben wir uns selber zusammen gehackt irgendwie und ja, dann versuche ich jetzt mal so. Da rechts dieser Balken ist das Ziel. Yeah. Man muss versuchen, dann die verschiedenen Hindernisse zu lösen. Bis jetzt gibt es 8 Level. So, das Level ist so ein bisschen Glück. Sonst lösche ich es einfach gleich raus. Wir haben auch eine neuere Physik-Engine, die buggt dann nicht mehr so viel, aber dann geht das Level nicht mehr. Du kannst das Level rausschmeißen. Ja, ich schmeiß das Level gerade mal raus. Ja. das ist welches gewesen? Das ist Level 4. 4. Es ist alles noch ein bisschen in Development. Ach wieso, funktionieren tut's doch. So. Ja, Linux hat ja gerade gefailt, was den Beamer angeht. Was war das denn? Das habe ich mich auch gerade gefragt. Jetzt. Ich hab keine Ahnung, es freest einfach, während der sich bewegt. Ja, großartig. Ich will mal auf die schwierigen Level zeigen. Oh, nee. Was? Ich hab einen extra Knopf für Level Restart. Ja.
jetzt. Das ist bisher das schwierigste Level, was ich meine, das ist das erste Level, muss man halt ein bisschen denken, weil jetzt zum Beispiel der rechte Balken, der zieht es dann halt nach rechts. Und wenn man jetzt hier mit. Moment. Da muss man den halt da hier so ein bisschen hochschaukeln. Was jetzt natürlich nicht funktioniert. Lauf jetzt. Ah. Ja. Die Soßen gibt es momentan im Wiki. Wir versuchen das auch irgendwie anders zu veröffentlichen, dass es auch schon kompiliert verfügbar ist. Aber wir hatten jetzt in der letzten halben Stunde so ein bisschen Probleme mit dem Upload, weil es mit der Musik und sowas alles zusammen doch ein bisschen größer ist. Und daran wird noch gearbeitet. Aber die Soßen sind schon da. Gut, ja. So weit dazu. Das letzte Level auch noch Nein. Ja, das habe ich noch nicht ausprobiert. Das ja, okay. Ja, das war so. Ja, es sollte auch unter Linux funktionieren. Tut es auch. Aber, ja. Fürchterlich unphysikalisch vor. Die Idee sind wir entstanden schon bevor das Thema feststand. Ja, haben das so ein bisschen mit reingemixt. Ja. Ich fand das Thema Gulasch so toll. Das ist meine erste Gulasch-Programmierung. Der Matthias hat das Testen des Spiels übernommen, macht jetzt die Präsentation und ich sage ein bisschen was dazu. Ich dachte, du machst die Präsentation. Ach nee, der Rechner macht die Präsentation. Das war super. Ja, also Gulasch vs. Zombies. Sollen wir leicht anfangen? Ja, es läuft so ab, man muss Gulasch kochen. Man hat ein Rad, um die Zutaten zu mixen. Da sind noch ein paar Gemeinheiten bei dem Rad dabei. Und je würziger das Gulasch, desto mehr schadet es den Zombies. Ja, also man kann da oben jetzt an dem Rad drehen. Dann wird irgendwas ausgewürfelt. In dem Fall war das eine Paprika, glaube ich. Man muss auch ständig noch das Gulasch umrühren, damit es nicht so heiß wird. Sonst nimmt die Power wieder ab, das verbrennt dann. Ja, und dann kann man mit dem Gulasch auf die Zombies werfen. Sound hat? Sound? Gibt es noch Sound? Ja, Sound ist an bei mir. Das nimmt dann die Lebenskraft ab, da oben tickt dann die Zeit. Wo war denn der Magnetismus nochmal? Moment. Ja, genau, also der Magnet des Bösen ist da auch dabei. Ja, da war man. Aber es. Jetzt hat er die Power reduziert, die Zeit hat sich halbiert, also der saugt dann quasi so ein bisschen was von der ganzen Zeit ab. Ja, das Ganze gibt es ein paar Schwierigkeitsgraden, also je nachdem läuft die Zeit halt schneller oder langsamer. Eigentlich ist auch noch Sound dabei, vielleicht schaffst du es auch, dass die Mutter mal anruft. Wenn die Mutter anruft, dann... Dann brauchen wir aber auch Sound, wenn die anruft. Was? Wenn die anruft, brauchen wir auch Sound. Also wenn die Mutter anruft, dann geht es um, was macht die Freundin, wann kommt das Enkelkind, schreib mal wieder was, besuch mich mal wieder. In der Zeit kann man gar nichts machen, da kann man wieder auf Zombies machen. Das wird das Spiel, das fällt dann schnell mehr an. Wie das halt so ist. Ja, darum geht es in dem Spiel. Ah. Jetzt sind die Sounds auch über... ausgeladen. Also der brüllt eigentlich ganz furchtbar erschreckend an. Wie war die Power jetzt wieder? Man kann eine Paprika drehen und eine Peperoni oder Salz. Da. Jetzt ruft Mutter an. Da gibt es noch Info dazu, okay. Was man erwürfeln muss. Man auch, was man alles machen kann.
Tja, also, das ist unser Beitrag hier zur Ich habe auch was gemacht, ich wollte mal so ein richtiges Indie-Spiel machen. Deswegen sieht das schön aus, aber hat nicht so viel Gameplay und so. Hat auch ein tolles Intro. Ist eine Liebesgeschichte, mehr oder weniger. Halt ein Indie-Spiel, ne? Ich glaube, ich weiß nicht, ob die Zeit reicht, das Ganze zu zeigen, weil es auch ein bisschen unperformant ist. Ja, man steuert also diesen Magneten und muss jetzt erstmal rausfinden, was man machen soll. Ich weiß es schon, deswegen mache ich es jetzt auch mal. Die Pfeile zeigen an, wo man vermutlich hin möchte. Und dann fliegt man da so ein bisschen rum. Und dann findet man sowas. Und wenn man dagegen geht, dann explodiert man. Also sollte man da nicht zu oft gegen. Wie steuerst du? Mit den Pfeiltasten. Ist auch physikalisch nicht so ganz korrekt alles. Also eigentlich ist es Metall, aber so ein bisschen. Man kann mit denen zum Beispiel, wenn man mehr von denen sammelt, wenn ich mal noch ein paar finde. Okay. Wenn man mehrere von denen sammelt und sich rumschart, dann kann man damit auch ein bisschen versuchen, diese Dinger wegzumachen. Und quasi die als Schutzschild auch benutzen. Ja, sehr spannend. Und jetzt bin ich gestorben. Ja. Wenn ihr euch das runterladet und vielleicht es mal schafft, auch die Prinzessin zu finden, dann ja, guckt es einfach mal an. Das ist ein Lab, ist mit Lab beschrieben. Also einfach Lab runterladen und dann kannst du das spielen. Source Code ist auch verfügbar bei GitHub oder wenn du die Dateien packst. Ist einfach nur eine ZIP-Datei. Also wir haben den Doppel ganz beauftragt. Ich will, die springen. Und wir, die meisten Filter, die wir sehen, haben läuft unser Spiel heute Nachmittag. Das ist schon in der einen Ecke, in dem Mixer. Wir haben aber im Laufe des Nachmittags für diejenigen, die vorher da waren, Sound hinzugefügt und so eben das Soundmaschine. Matthias hat da sehr mitgeholfen. Das hier ist Matthias. Letztendlich haben wir die Kinect genommen und Pong mit Magnetismus gekreuzt. Ja. Kinect? Ich denke, bei mir war es C++, die beiden Libraries, ja. Den Treiber für die Kinect muss man eben installieren, das muss irgendwie funktionieren und danach noch ein Kernel einpacken, das muss dann auch funktionieren. Und dann funktioniert auch unser Code, der ist noch gar nicht so groß. Den Rest, ich glaube, den springen sie euch dann vor. Ah, ich muss geschwind. Wenn es da denn mal gleich funktioniert. Das ist jetzt eine Bildschirmauflösung.
nicht dafür vorgesehen. Es war jetzt schön auf den Beamer unten eingerichtet. Ja, jetzt. Wir sind auch nachher wieder unten. Genau, da kann man dann auch nochmal ganz viel spielen. Was haben wir für eine Auflösung? Das aber, okay, du hast schon eine andere eingestellt. Ja, warte, stimmt. Wie macht das gut? Ja. Ging schnell mal da ein. Ich glaube, der kann nicht mehr. Ja. So, also und dann kann ich ein bisschen zeigen. 2024 Breite. Ja, und schade, dass du nicht da bist. Wir müssen leider jemanden heute Nachmittag nach Hannover schicken. 20 der auf fast Soundausgaben von Matthias gar nicht mehr hören konnte. 7 bis 6, ja. Habt ihr es bald? Ja, ja. Wir fangen keine Geschichten es kann, an. Ach, erzähl, na, reden, reden, einfach reden. Erzähl über den Chaos Treff Tübingen. Genau, wir sind der Chaos Treff Tübingen. So, so, ich mag, ich will das ist jetzt nichts anderes zu tun, als außer Pizza essen. Und Spätzle. Aber Spätzle essen haben wir noch nie. Okay, los geht's, mein Freund. Du wolltest eigentlich links gehen. Ich weiß, ist egal. Oh yeah! Also das ist jetzt halt leider nicht ganz mit dem Monitor. Oh yeah! Wisst ihr, was im Gameplay jetzt sind? Ja. Fein. Schieb den Max bei dem Oh yeah! Über die Zeit. Mach 11 Punkte hoch. Kannst du drehen irgendwo? Oh yeah! Oh yeah! Und das war der Booster! Ja, genau! Oh yeah! Ihr müsst ja jetzt leider uns mitmachen, bis wir die 11 Punkte haben. Oh yeah! Ja, ich mach ihn gut. Weil ich nämlich dann am Ende. Yes. Er hat Punkt gemacht. Oh yeah! Oh, oh yeah! Oh yeah! Wie man sieht, ist der Magnetismus da drin, dass sich eben gleiche Farben anziehen und gleiche Farben abstoßen und gegenseitige Farben anziehen. Der Winkel des jeweiligen linken bzw. rechten Ellbogens kontrolliert die Ladung und der ausgestreckte Arm den beiden jeweils kontrolliert ihren Punkt. Kann man jemand die Kinect ein bisschen. Oh yeah! So. Danke! Ich packe auch mal von vorne an. Haben dann die Dinger immer aus Rot und Grün jetzt da? Diese die Corona? Ja, die Corona, die da oben ist, genau. Hallo. Hier gibt die Daten an, auch noch oder zu cool. So ein Mann. Oh yeah! So, deswegen darf ich das eigentlich nicht. So. Jetzt. Jetzt. Oh yeah! Oh yeah! Jetzt machen wir kaum mal das DFL rein. Fight! Oh man, das ist lang gemeint. Okay, dann gibt's halt einen Fight. Oh yeah! Oh yeah! Okay, Paul, das mit dem Fight. Oh yeah! Du musst ja schon fighten. Was? Du musst schon fighten, Paul. Oh yeah! Ja, was ist gestellt? Die Person, die sich am wenigsten bewegt, die hat eigentlich am meisten. Ja, Erfahrung. Die Person, die jetzt gerade rechts sitzt, also Matthias, rechts von euch, steuert seinen Ball mit der rechten Hand und die Person mit seinem linken Ellbogenwinkel. Die Idee ist, zum Ersten, wir können den Finger erkennen. Das heißt, wir müssen deine Arme benutzen für die Steuerung. Und wenn wir den Winkel nur nehmen, dann hängt nur ein Arm irgendwie vorne rum und der andere bleibt steht nicht den Nachbarn. Das heißt, das hier ist die Position und der Winkel hier gibt die Ladung an. Auf Nord- oder Südpol. Und das sieht man dann in der Farbe. Bei 90 Grad ist es halt überhaupt nicht klar. Und hoch springen, oh, yeah, ist dann eben der Booster und der hat ein bisschen Ladungszeit wieder. Das sieht man an den Balken oben, wenn er geladen ist oder ob er noch lädt. Das ist nicht selbst erklärend, wenn man die Sache mit den Ellbogen verstanden hat. Aber wie man sieht, ist es so gemacht, dass sie sich nicht gegenseitig schlagen.
Aber sie können. Sie können, ja. Es gibt ja. Das ist aus! Das Spiel ist aus! Das geht dann eben voll und so weiter. Es gibt noch Zusatzfeature, dass sich, falls man extrem relativ große Arme hat, dass sich der Bildschirm auf die Länge der Arme. Ja, einfach einmal so machen, dann hat er einen das Ganze eingestellt. Entsprechend auf den jeweiligen Spieler und dann. Der Ton ist wie gesagt relativ klein. Wer es also schon immer mal interessiert hat oder den Installationsberatung überlebt, damit können wir gut anfangen. Damit können wir starten. Oh yeah! Ist gut jetzt! Oh yeah! Und wenn kein Spieler drin ist, dann läuft da einfach so ein bisschen per Zufall quasi diese Dinger so rum und um. Das sieht auch ganz lustig aus, wenn man gerade nichts zu tun hat. So, das hat jetzt das Programm nicht vertragen, dass ich eben die Kinect einfach rausgerissen habe. Aber das ist ja egal. Nein. Lässt du das? Nö. Magnetic Close. Wie heißt das? Magnetic Close. Magnetic Close. Das muss ein Punktlauf. Ja, ja, okay. Ich muss das von der Konsole aus starten. Hast du einen Ton? Hast du einen Ton da drin? Wie wird Sound? Nee. Also es geht um Experimente bei einer Firma, die Aluminium Laboratory heißt. Und also die Frau hat einen Glue-Gun, der Magnetic-Kugel gibt. Und naja, also ganz einfach. Okay, ich muss. Nee. Es gibt ein Tor. So, ich muss. So machen. Einfach. So, es gibt eine, also die rote Kugel ist der Nord und die blaue ist der Süd. Also, wie machst du dein erste? Ja, ich brauche die zwei. Ja. Probier's mal so. Naja, okay. So, entweder die rote oder die blaue. Also die Pole sind wichtig, um dieses Puzzle zu machen. Das heißt, ich muss hier die blaue Kugel machen und hier die rote. Ja. Scheiße. Okay. Ein bisschen schwierig, aber. Naja, vielleicht. Ja. Ja. Das passt. Und. das Ziel ist okay.
Yeah, einfach dann. Also der Cube ist hat also keinen Magnetismus. Das heißt, er wird bei der blaue und der rote gleichzeitig. Ja, also Sie verstehen. aha, und naja. Und dann. Also. Hier und. Hier. Und. Ja, Victory! und. Und. Naja. Und das war alles. Hast du Fragen dazu? Nein. So. Danke schön. Wie? Wieso? Ach so. Eigentlich sollte es gehen. Das hat er manchmal. Das ist kein Problem. So, jetzt müssen wir den noch irgendwie einschalten. Ich sehe nur meinen Tasten. Ah ja, stimmt. Warum nicht der Thinkleiter? So, hat er es geklont? Er hat es geklont. Sehr gut. Ja, also Grafik gibt es bei uns nicht, Sound gibt es auch nicht. Also es gibt Grafik, aber keine gute. doch, wir haben eine Grafik, haben wir. Es ist so ein bisschen wie das am Anfang. Ich weiß auch nicht, wie das irgendwie gekommen ist, dass wir ein bisschen eine ähnliche Idee hatten. Aber man kann auf jeden Fall nicht links und rechts steuern. Man kann das Magnetfeld vergrößern oder verkleinern. Das geht exponentiell, das heißt, man sollte es nicht so lange halten, weil sonst wird es irgendwie doof. Man kann das Magnetfeld invertieren und dann alles andere macht man halt mit diesem Magnetfeld und dann schwebt die Kugel da hoffentlich so rum. Und ich starte das mal neu, damit ich auch irgendwie hier vom Fleck komme. Ja, das Level wird immer zufällig generiert. Ja, und wenn man aus dem Screen rausfällt, hat man verloren. Ja, ich glaube, ich generiere mal ein neues Level, das ist irgendwie doof. Also man kann dasselbe Level halt öfter spielen. Und was ist jetzt passiert? ja, genau. Also eigentlich ist das nicht vorgesehen, aber okay. Ich fürchte, er hat gerade die Physik-Engine getunnelt, aber das weiß man nicht. So. Also es gibt auch noch kein Ziel, das könnte man hinten noch dazu bauen, aber das haben wir noch nicht. Das heißt, wenn man einfach aus den, wenn keine Blocks mehr kommen, dann hat man eigentlich gewonnen, aber das haben wir halt noch nicht eingebaut. Das heißt, es ist eigentlich hätten wir noch mal einen Tag gebraucht oder so, aber naja, so ist es halt gerade. Ja, das ist das Spiel, was wir gemacht haben. Thank you.
Wie kriege ich das mit dem Beamer hin? Soll ich gegen dich spielen? Ja, wie kriege ich das mit dem Beamer hin? Steck es mal ein. Steck es mal ein. So, und dann muss Matthias wahrscheinlich hin. Was machst du 1024? Einen Moment! Achso, hier. Ja, richtig. Wunderbar. So, da sollte ein Intro kommen, aber das gibt's nicht. Ich habe auch keine Sounds und Grafiken auch nicht, aber ich habe andere tolle Feature wie Multiplayer und Gamepad-Support. So, es gibt hier zwei Seiten mit so Kugeln. Und der blaue und der rote Ball ist jeweils der Spieler und der will alle Bälle oder möglichst viele auf seine Seite bekommen. Die Spieler gegenseitig stoßen sich ab, die Kugeln werden von den Spielern angezogen und unten kommt so ein fieser Balken, der trennt die Seiten. Also wenn der ganz oben ist, sollte man möglichst viele Bälle auf seiner Seite haben. Und irgendwann spawnen zwischendrin noch so Power-Ups. Also es gibt drei Power-Ups, eins macht den Magnet stärker. Eins spawnt ein Magnet auf seiner Seite, das hier, das ist glaube ich das Sinnloseste, und das andere setzt die Gravity in die Richtung vom eigenen Spielfeld, was man natürlich gerne hat. Und diese komischen Striche haben nichts zu bedeuten, mir war nur gestern Abend langweilig. So. Ja, wir spielen das jetzt kurz zu Ende und ihr müsst es leider anschauen, aber... Ich bin rot. Ich bin der Blaue, der am Verlieren ist. Oh, ja. Jetzt habe ich ein Power-Up eingesammelt. Das hat man links oben kurz gesehen, neben meinen Punkten. Oh, ich schaue ganz da nicht hin und fliege dann irgendwo im Scheiß rum. Ja, das ist es eigentlich auch schon. Ich habe Löw benutzt, wie einige andere auch. Und die Physik-Engine ist auch nicht von mir. Ja. Eigentlich viel mehr gibt es nicht zu erzählen. Wenn ihr das trotzdem irgendwie interessant findet, gibt es im Wiki, habe ich einen GitHub-Link reingesetzt. Das Spiel heißt All Your Balls Are Belong to Us. Mit passender Abkürzung. Also wie ihr seht, habe ich trotz Reden gewonnen. Fertig. Unbedingt! Soll ich mal mein VGA finden? Oh, was ist denn? Da. Soundboard. Ich spiele dagegen Moritz. Ich muss auch mitspielen. Ja, ich bin jetzt Drittel. Natürlich. Jetzt brauchen wir erstmal hier ein Bild. Irgendwann. Muss ich mal bleiben. Oh. So. Warte mal, oder? Das war jetzt eine.
Also auf jeden Fall kriegt es hin, weil ich kann mir das Kontakt. Kontakt oder so. Ah ja, da ist nicht ganz drin. Einfach okay drücken, Moritz, sonst geht das Ding gleich wieder aus. Ist okay. Oh. Ich hätte die Windows. No. Nein! Das war das Problem gerade eben schon. So, also unser Spiel nennt sich Fucking Magnets. How they work? Das war natürlich unser erster Gedanke, als es um Magneten ging. Und ja, ich meine, da wo es Magnete gibt, gibt es meistens auch Drolle und deswegen geht es in unserem Spiel darum, man selbst spielt einen Magnet, eben den Trollen auszuweichen. Die anderen Gesichter, die es gibt, zwei Stück, das sind dann Power-Ups, die einen verwundbar machen oder einem extra Leben geben. Und ja, das ist im Grunde das gesamte Spielprinzip. Es ist ziemlich simpel und das Tolle ist, man kann das an einem PC mit praktisch unbegrenzt vielen Leuten spielen. Es ist einfach nur eine Taste doppelt drücken und schon steigt man ein. Ja. Wenn es funktionieren würde. Sehr gut. Wow. Ja, man kann praktisch, das gesamte Spielfeld rotiert sich die ganze Zeit. Dadurch entsteht natürlich eine Fliehkraft und deswegen werden die Magnete nach außen gedrückt. Und wenn man die eigene Taste drückt, wird der Magnet aktiviert und man wird in die Mitte gezogen. Dadurch kann man sich eben steuern. Und man darf weder den Kern noch an den äußeren Ring treffen, so verliert man ein Leben. Und ja. Der Spieler, der am längsten überlebt, gewinnt die Runde. Also es gibt eigentlich keinen möglichen Abbruch, man kann jetzt halt neu einsteigen. Noch eine Runde spielen. Ich möchte ein bisschen lauter machen. Bestimmt. Das Tolle daran ist, man kann alle Nebensätze mit der Supermusik unglaublich nerven. Ja. Ja. Gibt es noch Beiträge? Gibt es noch weitere Beiträge? Okay. Ja, sau cool, dass so viele mitgemacht haben. Hätten wir am Anfang irgendwie nicht gedacht, dass es doch so viel geworden ist. Gibt's hier nicht. Das ist nur für die Aufzeichnung. Wollen wir dann einfach mal per Applaus abstimmen? Ich glaube, das ist das Einfachste, bevor wir jetzt irgendeinen Doodle nehmen. Wie heißt das Spiel ja noch versehen? Das geht nicht. Normale durchspielen, oder was? Ja, genau. Einfach alle nochmal durchspielen. Dann kannst du im Wiki kurz ein bisschen... Ja. Fangen wir an zu reden. Schließen. Okay.
Licht aus. Okay, das war das von gerade eben? Genau. Wie fandet ihr das? Applaus bitte. Ich mag nicht. Das war das ganz am Anfang. Allererste. Dann kommt hier Princess von ihm. So meinst du? Ja, nee, das ist okay. Magnet Defense. Haben wir nicht gesehen, oder? Haben wir nicht gesehen. Das ist ja schade. Wo sind die da? Das ist in irgendeinem Fall. Das haben wir schon gesehen. Ist er runtergeladen? Ja, stimmt. Das Ja, da links ist genau. Den Schwanz. Ja, den Text. Geht eh nicht. Jetzt Ah, das ist das. Das ist auch noch dabei. Man muss die Erde schützen. The Game. IBAP 2. Das mit den Bällen. Was? Ja. Okay. Dann Spiel. Wie hieß das noch? Das war das mit den Magneten, ne? Ich will gerade nicht. Hier, das war das mit dem Rundenbauen, das Video bleiben vor den Titel. Genau. Video. Dann als nächstes. Links. MacBound. Das war das andere in der Kategorie. Kannst du noch mal kurz sagen? Das war das, wo ihr die Level übersprungen habt, ne? Ja, okay. Kein Plan. Zombie-Gulasch? Das Zombie-Gulasch-Spiel. Ja, das. So, dann. Das war das Portal-Spiel. Kinect-Spiel? Ja,
Ja, okay, gut, alles klar. Und das zweite. Das zweite, oder? Das ja, das zweite. Ich glaube, deswegen nicht so enthusiastisch alles, aber ich glaube, das war der Portal-Klon, kann das sein? War es der Portal-Klon? Ja, nein. Lass mir doch mal. Bitte? Trennwand gegen Portal. Nochmal. Trennwand? Trennwand? Nicht Portal? Portal. Das ist eine Abstimmung wie, weiß nicht, oder? Ja. Was? Das Stechen, das Stechen. Das war das Ausstechen jetzt. Wir haben nur einen Preis. Wo ist denn der eigentlich hin? Wo ist denn der gewonnen? Wer hat gewonnen? Hat der nicht Portal-Klon gewonnen? Oder das mit der Trennwand? Trennwand. Beide? Oh, beide. Ja, beide. Okay. Gut. Okay, dann. Vielen Dank. Danke fürs Mitmachen. Ihr könnt euch hier vorne. Den Schumpf abholen.